umso schneller arbeiten. Ja. So, ja, und dann mal ganz offiziell herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Dann warte ich noch kurz. Klingelt bei euch dann. Der Gong ist ausgefallen. Der hat ein gutes Kriegen. Kein Problem. Dann noch einmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag Serverausfall bzw. OP am offenen Herzen. Klingt ganz witzig, dieser Titel, hat aber doch manchmal Vergleiche, die man durchaus zeigen kann zum Menschen halt, wobei in der LV ist natürlich alles technisch gesehen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich erstmal fürs zahlreiche Erscheinen hier. Muss man sagen, es sind ja doch einige Leute, die haben sich für die Kurse angemeldet. Hätten wir auch nicht gedacht alles. Heute der Vortrag wird etwas anders sein, den ich erhalte, wie die Kollegen vorab. Wir werden auch einen praktischen Teil machen, also eine relativ kleine PowerPoint-Präsentation, die nur mal vorab die technischen Details von verschiedenen Servern, eine Auffrischung von Wissensstand mal beinhaltet. Denke ich mal, ist ganz interessant. Ich habe möglichst kurz gehalten, da ja doch diese ganzen Textlesereien nicht so eher trocken sind vom Unterrichtsstoff bzw. vom Vortragsstoff und die praktische Arbeit auch interessanter ist. So hatte ich natürlich auch weniger Arbeit vorzubereiten, muss man fairerweise dazu sagen, also gar nicht so verkehrt. Ich fange mal mit der PowerPoint-Präsentation an, aber vielleicht noch vorab, ich sollte mich mal erst noch vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Dominik Kahl, ich bin hier schon etwa 7 Jahre in der Firma, bin hier für die Projektleitung zuständig und Servertechniker. In dem Sinne, ich kümmere mich also um die Server, um die besten Kinder unserer Kunden und darum geht es heute auch. So, wie schon gesagt, eben der Titel Serverausfall OP am offenen Herzen, das ist die Überschrift, das sind die Teile des Vortrags, auf die ich heute eingehe. Das heißt, die Organe, Leistung im Leben eines Servers, über die Ausfallsicherheit werden wir sprechen und auch über den Service. Ich habe den Service heute anhand von MaxData gemacht. Ist das gleiche, wenn wir Terra dort anbieten. Da gibt sich der eine Hersteller genauso viel wie der andere vom Service her. Das ist heute eigentlich überall identisch. Ich gehe mal auf das Herzstück zuerst ein, das heißt die CPU eines Servers, beziehungsweise heute sind es ja nicht nur eine CPU, heute haben wir selbst bei kleineren Servern bis zu 4, 8 CPUs drin, weil halt schon 4 Stück in einem Kern sind. Nichtsdestotrotz ist immer noch aktuell Hyper-Threading, das bedeutet, es ist ein technisches, eine Virtualisierung von einer zusätzlichen CPU. Viele kennen das noch, man hat 2 CPUs angezeigt im Windows-Betriebssystem, aber es ist in Wirklichkeit halt nur ein Herzstück da. Und dieses hat kaum Vorteile gebracht, muss man ganz klar sagen. Deshalb hat diese Technologie sich auch nicht durchgesetzt im Endeffekt, da die Server heutzutage die Anwendungen darauf programmiert sein mussten und halt auch das Betriebssystem selbst diese Technologie unterstützt hat. Die Dual-Core ist die heutige Technologie, das sind halt eine CPU, eine physikalische CPU, wobei echte 2 Kerne dabei beinhaltet sind, was halt schon eine größere Leistungsfähigkeit ausmacht. Das ist heute der Standard, das heute hat heute eigentlich jede CPU, diese Technik. Quad-Core ist immer mehr am Kommen, das sind halt 4 Prozessorkerne, was halt schon interessant zu sehen ist, sieht halt schön aus, gerade im Taskmanager, wer Windows 2003 Server hat oder sowas und sowas schon mal gesehen hat, ist wirklich eine schöne Ansicht. Macht auch was daher, vor allen Dingen, wenn man dann 2 physikalische CPUs hat, jeweils als Quad-Core stehen wirklich 8 CPU-Kerne nebeneinander. Wer das Bild mal gesehen hat, ist schon ganz interessant bei dieser Sache. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist EM64T, dass man vielleicht mal die Begriffserklärung da hat, das ist eigentlich nur die Erweiterung, dass heutzutage 64-Bit-Möglichkeit der CPU, das ist einfach die Erweiterung dazu, zu den alten 32-Bit-Prozessoren. Dann vielleicht auch mal interessant zu sagen,
dass es halt verschiedene Xeon-Reihen sind. Xeon-Prozessoren sind alle Serverprozessoren, die halt in verschiedenen Serien vorhanden sind. Viele wissen immer nur, Xeon-Prozessor haben wir im Server, wissen gar nicht, dass es da Unterschiede gibt in den Bereichen, wofür eine 3er-Serie steht, eine 5er-Serie oder eine 7er-Serie. Das will ich hier mal kurz erläutern, dass man überhaupt weiß, was in dem Kasten drinsteckt, den man in der Firma stehen hat. Das ist einmal die 3er-Serie, die ist eher selten, das ist im unteren Preisbereich, also wirklich für Kunden bis zu 5 bis 10 User werden die eigentlich nur eingesetzt. Die sind auch nur für eine CPU, nur eine CPU ist dort möglich, allerdings bis zu 4 Kerne können die haben, hängt auch mit der Taktgeschwindigkeit und Taktfrequenz vom Server zusammen. Die 5er-Reihe ist die hauptsächlich eingesetzte Reihe, das ist in allen Mittelklassengehäusen bzw. als schon stärkeren Recheneinheiten. Dort kann man also bis zu 2 Quad-Core-CPUs parallel einsetzen, was dann doch schon eine erhebliche Performance ausmacht. Die 7er-Serie wird eigentlich, ist denke ich mal für die hier Anwesenden eher uninteressant. Das sind also wenn bis zu 8 CPUs, beziehungsweise halt, das ist eigentlich fast unbegrenzt erweiterbar, die Anzahl der physikalischen CPUs, und das ist halt normalerweise für unseren Kundenbereich eher uninteressant. Das ist eher halt für Großkunden, für Großrechner interessant. Dann kommen wir zu der Hauptplatine, nachdem wir die CPU, das Herzstück, untersucht haben. Das ist also das Motherboard oder Mainboard genannt. Dort gibt es ein Dual- oder Quad-Interleaving, das ist halt so momentan im modernen Bereich, wie auch die CPUs. Das bedeutet, es kann, der RAM kann, der Speicher kann, also bis zu 4 Kanäle angesteuert werden. Auf 4 Kanäle. Da darf ich kurz unterbrechen. Kein Problem. Der Assistenzarzt Komis, der als EDVler immer notorisch zu spät ist, möchte dieser Operation noch beiwohnen. Bitte meinen Platz mit mir setzen. Also da, diese RAMs können also wirklich bis zu auf 4 Kanälen angesteuert werden, was halt die Geschwindigkeit des RAMs unwahrscheinlich beschleunigt gegenüber den alten RAMs, die man hatte, die wirklich, damals musste man auch immer nur einen RAM einstecken und da konnte man so viel erweitern, wie man möchte. Heute wird man immer parallele oder sogar 4 Stück parallel einsetzen, um die Performance zu steigern, und das bedeutet eigentlich nur das Ganze. Dann ist es der nächste Punkt, was auch relativ neu ist, sind diese, was heißt relativ neu ist, 64-Bit gibt es im Serverbereich schon lange. Im kleinen Bereich fängt er sich langsam an durchzusetzen. Das ist der alte PCI 64-Slot, der war in den alten Servern auch schon enthalten, daher macht es nicht wirklich Sinn, da noch viel drauf einzugehen. Der PCI X64 ist der neue 64-Bit-Slot, der halt die Taktfrequenzen bis auf 133 MHz erweitert, also auch eine wesentlich höhere Performance dort zustande bringt. Ganz modern auch für die einzelnen Clients, also nicht nur Serverbereich, das ist die, der Bereich, der sich auch in den Clients durchgesetzt hat, das ist die PCI Express Technologie, sagt Ihnen vielleicht was, die hat halt den riesen Vorteil, dass halt jeder einzelne Punkt, der dort angeschlossen wird, eine volle Bandbreite hat. Das ist nicht wie vorher, dass ich die ganzen Leitungen aufteilen mussten an den verschiedenen Endgeräten, die dran gehangen haben, sondern jetzt ist wirklich, hat jedes Gerät eine volle Leistung zur Verfügung. Und es ist halt bis Geschwindigkeiten von 2,5 Gigabits zur Verfügung und bis zu 16 einzelnen Anschlüssen möglich. Das ist momentan Stand der Dinge. Wie gesagt, auch im Client hat diese Technologie sich durchgesetzt inzwischen. Dann kommen wir zu dem zweiten Herzstück eines Servers, denn wenn der ausfällt, gibt es immer Probleme. Das heißt, der RAID-Controller, heute ist RAID üblich in jedem Server, das heißt, man hat keine einzelne Festplatte mehr, sondern mindestens 2 bis unendlich, sage ich jetzt mal, aber 8 Stück ist so der Standard, wo es maximale normalerweise ist im Server. Alles andere sind halt schon größere Servertechnologien. Dort ganz neu ist momentan die SAS, also Serial Attached SCSI. Das bedeutet folgendermaßen, SCSI kennt jeder noch aus altem Standard. Das war früher im Server ganz normal. IDE-Platten gab es früher nie. Das heißt,
Das waren eher halt PCs, die man umgebaut hat mit NDE-Platten. Heute gibt es ja auch inzwischen SATA-Platten, die im Server benutzt werden, die wesentlich größere Speicherkapazität auffüllen, aber dazu kommen wir im späteren Teil des Vortrags nochmal zurück. Diese SCSI-Technologie, also diese neue SRS, ist halt wesentlich schneller als diese SCSI-alte Technologie. Vor allen Dingen ist sie kompatibel mit den neuen IDE, also SATA-Platten. Das heißt, es bringt viele Vorteile, man kann das Ganze miteinander vermischen. Das heißt, früher war das ja ein Unding, dass man SCSI-Platten und IDE-Platten in einem Server hatte. Heute ist alles mischbar. Wobei man sagen muss, nur SRS ist mischbar mit SATA. SATA-Controller können keine SRS-Technologie. Also wenn man den teuren Standard hat, SRS, kann man günstige Festplatten einbauen. Beim umgekehrten Fall, wenn man SATA hat, kann man keine SRS-Festplatten einbauen. Daran immer denken, aber normalerweise, ein guter EDVler wird Ihnen das immer mitteilen, dass das keinen Sinn macht. Dann ist mal der Aufbau so einer Backplane. Hier ist nochmal das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Wenn man SATA hat, ist es nicht möglich, auf SRS abzudaten. Aber umgekehrt, wenn man SRS hat, kann man die beiden Systeme mischen. Hier ist mal so ein Aufbau gezeigt in der nächsten Folie, wie das überhaupt im Server aussieht, das Ganze. So muss man sich das vorstellen. Hier gibt es einen RAID-Controller, der halt, wie schon eben gesagt, SRS oder beides unterstützt. Der ist verbunden mit einer Backplane. Die Backplane ist die Aufnahme der ganzen Festplatten. Das heißt, die Backplane ist meistens hot-plugged. Das heißt, man kann in dieser Backplane die ganzen Festplatten während des Betriebs einfach wechseln. Ohne Strom oder irgendein Herunterfahren vom Server. Und der Server macht dann automatisch, wenn man eine hot-plugged Festplatte drin hat, dann automatisch ein Rebuild. Aber das zeige ich Ihnen nachher noch im Praxisteil. Dann sehen Sie das mal genauer. Das ist einfach nur dient nur der Vorstellung, dass man mal weiß, die hängen nicht direkt am Controller, die Festplatten, sondern die sind auf einer sogenannten Backplane, die halt dafür zuständig ist, dass man im laufenden Betrieb ein- und rein- und rausziehen kann, die ganzen Sachen. Dann hier mal ein Vergleich der beiden Festplattensysteme, die wir heute haben. Also einmal, wie schon gesagt, die günstigere Variante SATA-Festplatten, früher in IDE, dann heute früher SCSI, heute SRS. Hier sind mal ein paar Vor- und Nachteile aufgezählt, dass man mal weiß, wenn man einen Server hat, zum Beispiel für Datenbanken, sollte man grundsätzlich immer auf die SRS-Variante umsteigen bzw. In Betracht ziehen, weil es ganz einfach so ist, dass die SATA-Platten nicht unbedingt von den Zugriffszeiten und von allem, was halt eine Datenbank braucht, die nötige Performance mitbringt. SATA-Platten sind eher dafür gedacht, dass man halt große Speichermedien hat für relativ kostengünstiges Geld dann halt im Endeffekt, dass man hohe Kapazitäten. Dort sind inzwischen 1 Terabyte Kapazität, ist kein Problem mehr, wobei man im SRS-Bereich bei 800 Gigabyte in dem Bereich ist, wobei man sagen muss, die Preise fliegen dann richtig in die Höhe, wenn man eine 800 Gigabyte SRS-Platte bestellt. Der es schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Also das sind dann keine Pfennigbeträge mehr oder Centbeträge. Hier habe ich mal einige Vor- und Nachteile aufgeschrieben. Wichtig vielleicht noch zu sagen, dass inzwischen auch SATA-Platten für teilweise für den 24-Stunden-Betrieb ausgelegt sind. Das heißt, früher hat man gedacht, auch die halten nicht wirklich lange, die Platten, die gehen oft, haben oft Fehler oder irgendwas. Das ist inzwischen bei den von MaxData hergestellten Platten, also die MaxData benutzt oder Terra, die sind schon zertifiziert für den Servereinsatz, sind daher auch etwas teurer wie die Standardfestplatten, die man in einem Client bekommt. Und aus dem Grund ist es also ruhig im Serverbereich zu empfehlen. Also wir haben schon einige SATA-Festplatten draußen. Man muss ganz ehrlich sagen, aus der Erfahrung kann ich sagen, dass es kaum Probleme mit den Festplatten gab. Größter Unterschied ist halt Preis und Geschwindigkeit. Das ist, denke ich mal, das ganz Wichtige. Dann kommen wir jetzt, wo wir so viel von Festplatten gesprochen haben, zu den einzelnen Systemen, die es im Festplattenbereich gibt. Und zwar, viele haben einen Server und wissen im Endeffekt, ich habe im RAID
5 oder RAID 10 oder RAID 1 im Server. Ich weiß nicht genau, was das überhaupt bedeutet. Darauf möchte ich jetzt etwas eingehen, dass Sie das mal vielleicht ein bisschen nochmal in Erinnerung rufen mit, was das eigentlich bedeutet. Ich fange an mit dem RAID 0, das hoffentlich niemand von Ihnen im Server hat, denn das wäre etwas problematisch. Ein RAID 0 ist nämlich das unsicherste RAID, was es überhaupt gibt, dafür aber das schnellste RAID-System, was es gibt, da die Festplatten parallel lesen und schreiben. Das ist halt eine wunderschöne Sache, bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, wo einer ausfällt, denn dann ist alles vorbei. Die kann man auch leider nicht mehr wiederherstellen, in dem Sinn nur halt wieder von der Datensicherung. Das nächste RAID-System ist das RAID 1. Das ist die Spiegelung. Das bedeutet, es ist eine Festplatte identisch der zweiten. Das ist die höchste Sicherheit, die man eigentlich haben kann, da eine Festplatte ausfällt, man gar keinen Unterschied merkt von der Performance nicht, als auch von den Datenmengen nicht. Man steckt einfach die nächste Festplatte wieder ein und die Spiegelung findet wieder statt. Man kann ganz normal arbeiten, hat den Nachteil, ist nicht besonders schnell und ist relativ teuer, da man immer nur von einer Festplatte die Kapazität hat. Wichtig vielleicht zu betonen hier, viele denken, wenn ich zwei Festplatten im Rechner habe, habe ich dadurch auch so gesehen, kann ich mir die Datensicherung sparen, was allerdings ein Problem in dem Sinn ist, wenn man zum Beispiel Viren hat, spiegeln sich defekte Sektoren, defekte Dateien, alles spiegelt sich mit. Das heißt, man hat im Endeffekt eine defekte Datensicherung, die genauso defekt ist wie das Original. Daher bitte immer an die Datensicherung denken, aber da glaube ich, war schon ein Vortrag. So, dann das einer der beliebtesten RAIDs, vor allen Dingen in der Vergangenheit, das RAID 5. Das wird wohl jeder von Ihnen in der Firma einsetzen, auf jeden Fall in älteren Servern. Der Vorteil bei der Sache ist, man verliert nicht besonders viel Speicherplatz, man hat eine relativ hohe Sicherheit und die Daten sind also, wie man hier sieht, an den einzelnen Punkten, die Daten sind auf jeder Festplatte also redundant gehalten, das heißt, es kann eine Festplatte ausfallen und die Daten werden dann von derjenigen Festplatte, die die Redundanz darstellt, wiederhergestellt. Kein Problem, relativ langsam allerdings beim Schreiben die ganze Hardware vom RAID 5. Das macht halt das Riesenproblem, weil die ganzen Redundanzen geschrieben werden müssen. Beim Lesen ist es relativ schnell. Das heute am häufigsten verwendete RAID ist das RAID 10, gerade für Datenbanken. Das ist einer der schnellsten RAIDs, was man haben kann. Es liest parallel und schreibt auch parallel. Wie man den Aufbau hier sieht, besteht dieses RAID 10 aus zwei RAID 1 mit einem darüber geschlagenen RAID 0, was wir ganz am Anfang hatten. Das ist diese doppelte Performance. Das wird heute sehr oft eingesetzt, da die Festplattenpreise auch relativ günstig sind. Hat halt den Nachteil, dass immer ein Teil der Kapazität komplett verloren geht. Dann ganz kurz vielleicht noch, Sie bekommen oft Server angeboten, wo ein Hotspare-Laufwerk dabei ist, dass man mal weiß, was ein Hotspare-Laufwerk überhaupt ist. Ein Hotspare-Laufwerk ist ein Laufwerk, was einspringt, wenn der Server einen Festplattenausfall hat, das automatisch dann den Betrieb für diese ausgefallene Festplatte übernimmt. Das ist ein Hotspare-Laufwerk, hat aber, wenn der Normalfall ist, keine Aufgabe. Es liegt also brach, diese Festplatte, und springt nur ein beim Defekt. Dann kommen wir zum nächsten, das ist die Sicherheit. Die Sicherheit ist vorsichtig zur Unterstützung, wovon wir eben schon gesprochen haben. Dann die Speicherkorrektur in so einem Server. Gibt es halt keine normalen Speicher, sondern sind Speicher enthalten, die sich selbst überprüfen, die Fehlerkorrektur machen. Daher sind die auch etwas teurer, diese RAMs. Das ist ein Sicherheitspunkt. Dann gibt es auch, was viele nicht wissen, ein Spare Memory bzw. Memory Mirroring. Das bedeutet folgendes, es ist ein Ersatzram im Server drin, der zum normalen Funktion des Servers nicht teilnimmt, sondern nur, wenn wirklich ein RAM ausfällt, Fehler auf dem RAM gefunden worden sind, und dann springt dieser RAM für den anderen rein. Wird aber heutzutage bei den 4-Stunden-Verträgen, wo die meisten haben, kaum noch angewendet. Dann das RAID-System, das wir eben ausführlich besprochen haben. Dann, was noch interessant ist, ein proaktives Servermanagement, MSM.
Das bedeutet Folgendes: Das ist eine Software, die den Server überprüft, die an den Administrator oder an die IT-Firma, die sie betreut, dann E-Mails versendet, wenn irgendwelche Temperaturen, irgendwelche Sachen zu hoch sind. Werden wir aber gleich noch im richtigen Betrieb vom Server mal so ein Beispiel haben. Dann das Server-Chassis, das sind dann halt redundante Lüfter, Netzteile, Hot-Plugged, die Festplatte, wovon ich eben gesprochen habe, die dann automatisch einspringt, genauso wie der RAM. Dann strenge Freigaben und Zertifizierungen, damit ist gemeint, zum Beispiel verschiedene Hersteller wie MaxData machen, bevor sie einen Treiber oder irgendwas rausgeben, überprüfen Sie das Ganze, ob das alles auch vernünftig läuft, ist alles getestet. Der Kunde hat dadurch nur Vorteile, bekommt keine ungetestete Ware und hat so den Vorteil, dass wenn ein Fehler im Treiber ist oder so, das auch nicht im späteren Betrieb dann ausbaden muss. Zertifizierung ist mit gemeint von Microsoft-Zertifizierung. Dann noch eine kurze Begrifferklärung, wovon wir eben schon geredet haben, also ECC, das war ja dieser RAM. Ich denke mal, auf diese Folie muss man nicht wirklich mehr viel eingehen, da habe ich schon gerade genug dazu gesagt. Wie gesagt, vom Speicher her gibt es verschiedene Sicherheitsmanagement, proaktives Management, aber dazu nachher in der Praxis noch mehr. Dann noch interessant, ich habe eben schon das Ganze erwähnt, ich habe den Service von MaxData einmal als Beispiel genommen, was aber auch bei anderen Herstellern heutzutage ein ganz normaler Standard ist. Der Vor-Ort-Service wird meistens über den Fachhändler, in dem Fall Gott sei Dank mir, abgehandelt. Es ist bis zu innerhalb 4 Stunden innerhalb Deutschlands möglich. Der Vor-Ort-Service kann innerhalb des ersten Jahres erweiterbar werden, bis auf 5 Jahre. Der Riesenvorteil ist, wenn man zu so einem Händler geht, die halten alle Ersatzteile verfügbar, immer vor Ort. Das heißt, die 5 Jahre werden sie immer innerhalb von 4 Stunden diese Ersatzteile haben. Das sind mal die Standard- bzw. die verschiedenen Optionen, die man bei sowas bekommt. Im ersten Jahr halt 8 bis 18 Uhr. Diese Optionen kann man bei jedem Server bei uns mitbestellen und wie schon eben erwähnt, im ersten Jahr erweiterbar bis auf 5 Jahre. Das war es auch schon von der Präsentation her, beziehungsweise hat doch etwas länger gedauert, wie ich gehofft habe, aber jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil, der mit Sicherheit etwas interessanter ist. Sind zu dem theoretischen Teil noch irgendwelche Fragen, die Sie haben? Irgendwas von der Hardware her? Ansonsten kommt jetzt was Ähnliches, was ich eben gesagt habe, im Hardware-Bereich. Ich werde Ihnen jetzt mal Festplattenausfälle, Netzteilausfälle und so verschiedene Sachen mal vorführen. Wenn ein RAID-Controller ausfällt, was man da zu machen hat, ich werde einmal diesen RAID-Controller von dem Server in den einbauen und das Ganze dann einmal starten, dass man das alles mal sieht, dass das ohne Probleme machbar ist. Dazu würde ich aber zuerst mal die Server starten. Der fährt gleich runter. Also die Lüfter sind alle natürlich voll gescheuert, das heißt, der misst die Temperatur und fährt dann die Lüfter hoch bzw. runter. Am Anfang überprüfen wir halt alles einmal. Deshalb dunkelt der Server auch relativ lange. Erst wird alles überprüft und dann wird erst alles runtergefahren und den Normalbetrieb angepasst. Schon durchgesetzt, dass die Lüfter temperaturgesteuert sind. Nicht nur bei den Clients, aber inzwischen Gott sei Dank auch bei den Servern. Ist das jetzt der? Ich kann spontan noch nicht sagen. Quelle erkennt. Ist auch nicht verkehrt.
das müsste der Große sein, der wird etwas länger beim Boden dauern. Genau. Ich habe vielleicht noch zur Information, ich habe die beiden Server über den Umschalter hier am, am Beamer dran, das heißt, ich kann zwischen den Servern hin und her springen. Das sind also Standard-Server, das ist unser meistverkauftes Modell. Das sind 500er Platine von Maxdata. Den gibt es in jeder Stärke von CPUs und auch eigentlich bis zu 8 Festplatten sind dort möglich. 8 Hot-Plug-Festplatten, das heißt, die man gerne in Betrieb wechseln kann. Hier bei diesem Server bedeutet, das sind Shampoo-Gehäuse, das ist also nicht von Intel. Dort sind die blauen, blau markierte, vielleicht zeige ich es mal gerade, beziehungsweise kann man hier vorgehen, die blau markierten Bereiche sind hier hot-plugged, das heißt, die kann man während im Betrieb und ohne Werkzeug wechseln. Die grün markierten Geräte kann man alle ohne Werkzeug wechseln, aber nicht im laufenden Betrieb. Bei Intel-Gehäusen ist es leider genau umgekehrt. Dort ist grün hot-plugged und blau ohne Werkzeug. Da also immer Vorsicht, auf die Farben kann man sich nicht wirklich verlassen. Sonst zieht irgendwann einer mal was raus und es war ein Intel-Gehäuse. Also da bitte immer Vorsicht walten lassen, vor vergewissern, welcher Hersteller das Gehäuse ist. Das ist leider, warum auch immer, noch nicht genormt. Ich werde jetzt mal gerade schauen, an welchem Server ich bin. Das ist jetzt hier der Server. Dort werde ich jetzt gleich, beziehungsweise an dem Server werde ich Ihnen jetzt gleich meine Festplatte rausziehen werden und kopieren. Und dann sehen Sie mal, was passiert, aber ich kann es auch, wenn Sie wollen, hier den Server einmal machen. Das hier ist diese Mega RAID-Konsole von LSI, das ist der RAID-Controller, der in beiden Servern verbaut ist. Die tausche ich während des Betriebs gleich mal, dass Sie mal sehen, dass das nicht mehr viel Aufwand ist, solche Tausch zu machen, weil heutzutage bei modernen Servern ist die Konfiguration vom RAID sowohl auf den Festplatten als auch auf dem RAID-Controller gespeichert. Das heißt, ich kann auswählen, beim Booten lade ich die Konfiguration vom RAID-Controller oder von den Festplatten. Inklusive Hotspare-Festplatte, was Sie hier auch sehen. Das sind die vier Festplatten, die zum RAID 10 gehören. Das ist die Hotspare-Festplatte, die einspringen soll, wenn die Festplatte gezogen wird, beziehungsweise eine Festplatte ausfällt. Ich demonstriere Ihnen jetzt mal einfach, wenn ich im laufenden Betrieb irgendeine Festplatte rausziehe. Wie Sie sehen, bekommen Sie dann direkt einen Eintrag. Der Server fängt an zu piepen. Bei einem RAID 10 macht sich so eine Geschwindigkeit, so ein Festplattenausfall kaum bemerkbar von der Performance.
weil es absolut identisch vom Rate 1 ist und vom Rate 0. Das heißt also, Sie würden das noch nicht mal von der Performance merken. Ich schalte mal den Alarm aus. Jetzt gäbe es natürlich eine Möglichkeit, das Ganze, wenn es keine Hotspare-Festplatte drin gewesen wäre, müsste ich jetzt eine bestellen und dann halt diese Festplatte wieder bzw. einbauen. Dann wird er automatisch mit dem Rebuild anfangen und das Ganze wieder herstellen. Wie Sie jetzt sehen, hat er allerdings, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, mit dem Rebuild angefangen. Er steht diese Festplatte, wo ist denn der Zeiger? Hier. Diese Festplatte hier, die eben als Hotspare war, die brachgelegen hat, die ist direkt eingesprungen für die Festplatte, die normalerweise halt ausgefallen ist jetzt. Dabei kann man das Ganze etwas demonstrieren, dass man mal sieht, das sind 2 GB. Ich kopiere die mal auf Partition D. Lass mal sehen, die Performance bei 2 GB trotz eines Rebuilds bleibt absolut stabil. Das sind jetzt 2 GB, die er in 50 Sekunden rüberschiebt auf die gleiche Hardware. Das heißt, es sind keine 2 verschiedene Partitionen ja da, die hardware-technisch getrennt sind, sondern nur 2 Partitionen auf einem RAID-System. Und er ist hier am Rebuild dran, dass man sieht, also Performance verliert dieses Gerät eigentlich nicht durch so ein Rebuild. Zwischendurch kann ich hier euch auch mal noch ein Netzteil rausziehen, dass man das mal sieht, also das macht dem Server, da sehen Sie noch nicht mal eine Reaktion davon, die Server heutzutage machen da Gott sei Dank keine Mucken mehr, also das ist alles ohne Probleme machbar. Wenn ich diese Festplatte jetzt wieder einfüge, wird die automatisch wieder hinzugefügt, allerdings nicht mehr in das RAID 10 eingebunden, sondern da ist ja jetzt diese Hotspare-Festplatte eingesprungen. Und das ist jetzt kein Hotspare-Festplatte drin wäre, würde das System dann mit Einladung weiterlaufen? Genau. Würde mit, läuft jetzt, um es mal vielleicht so zu erklären, das System läuft jetzt mit 3 Platten eigentlich weiter. Mhm. Weil die andere Festplatte ist ja noch nicht eingebunden. Dieser Rebuild, solange diese im Rebuild-Prozess ist, diese Festplatte, läuft das System auf 3 Festplatten. Das heißt, es läuft rein theoretisch kritisch. Wenn jetzt aus diesem RAID 1 die gleiche Festplatte nochmal ausfallen würde, würde der Server stehen bleiben. Ziehe ich aus dem zweiten RAID 1 eine Festplatte, läuft der Server ganz normal weiter. Das heißt, bei einem RAID 10 können 2 Festplatten im optimalen Fall ausfallen. Allerdings nicht aus demselben RAID 1. Was mit den jetzt wieder reingesteckt wurde, wird die automatisch immer schwer? Nee. Die bleibt, wie defekt. Man sieht, also jetzt, ja, okay. Die ist jetzt nicht defekt, ich habe sie rausgezogen. Ja. Wie man sieht, er erkennt die als fremdes System. Man müsste jetzt also einfach nur diese wieder als Hotspare im Controller, das muss man von Hand machen, hinzufügen. Das ist ganz klar. Wobei bei so einem Ausfall kommt normalerweise der Servicetechniker und bringt eine neue mit, konfiguriert die als Hotspare wieder und schon ist alles wieder in Ordnung. Der große Vorteil, wie gesagt, man kann im optimalen Fall 2 Festplatten verlieren bei einem RAID 10, ohne dass man überhaupt irgendwas merkt. Dann schiebe ich mal das Netzteil rein. Hast du ihn jetzt schon gemeldet, eine E-Mail geschickt oder eine SMS? Also der hier ist jetzt konfiguriert, gehe ich gleich aber mal drauf ein, was für Möglichkeiten dort sind. Aber um mal alle zu zeigen, also ich kann diesen Server auch mit einem Netzteil komplett neu starten, ausreichend auch für einen Betrieb. In diesem Gerät sind 2x650 Watt Netzteile drin, das heißt, auch wenn ein Netzteil ausfällt, ist da keine Beeinflussung irgendwie von der Leistung oder irgendwas da. Wir sehen, die Lüfter können immer noch genauso schnell drehen und so laut wie am Anfang. Derzeit, wo der neu startet, gehe ich mal auf den anderen Server über. Da zeige ich Ihnen, das ist jetzt ein
SATA-Server, also ehemals IDE-Festplatten. Dort gibt es inzwischen, wie schon gesagt, wie eben auch schon in der Präsentation, ist so ein Controller, der auch SAS-Festplatten aufnehmen kann, absolut kompatibel auch zu SATA-Festplatten. Hier sind solche SATA-Festplatten drin, 500 GB Festplatten, die optimal halt für große Kapazitäten dann, dass man die bereicht. Na, ja, er warnt jetzt nur, weil er was, weil ihm was fehlt. Ich muss aber noch einmal starten für das Vorhaben gleich. Muss man noch kurz warten. Um nochmal auf SATA-Festplatten zurückzukommen, da ist heute inzwischen genau das gleiche möglich wie unter SAS. Auch der RAID-Controller. Auch der RAID-Controller ist identisch, Sie werden kaum noch einen Unterschied sehen zu dem SCSI bzw. SAS-Festplatten. Wie Sie sehen, ist hier auch ein RAID 10 mit 4 Festplatten und eine unkonfigurierte Festplatte. Hier kann ich genauso, sage ich Ihnen jetzt mal, eine Festplatte rausziehen. Das ist jetzt ein SATA-Server. Dort passiert genau das auch. Dort bedeutet, wie Sie sehen, gleiche Reaktion. Ja, hier wird man inzwischen von den Servern thematisiert. Aber wie Sie sehen, ist es die gleiche Reaktion wie bei einem wie beim SAS-Server. Da muss man sagen, ist die Technologie Gott sei Dank weit fortgeschritten. Vor anderthalb Jahren, zwei Jahren waren die SATA-Controller wirklich noch schrecklich und beim Festplattenausfall hat man wirklich Angst und Bang haben müssen, dass man das System wieder zum Laufen bekommt. Heute ist es genau die gleiche Technologie wie SAS, also ehemals SCSI. So, aber um es mal zu zeigen ganz kurz noch, wenn jetzt hier war keine Hot Plug konfiguriert, die Festplatte, das heißt, wenn ich jetzt eine neue Festplatte hole und stecke die wieder in den alten, na, sollte reinpassen, Slot, dann erkennt er die und bildet automatisch wieder ein W-Bild dazu. Also da braucht man dann auch nichts zu machen. Die wird automatisch dann, wie Sie sehen, ins W-Bild reingeholt. Mal ruhig stellen. Am Zustand sieht man hier schon gelb, dass irgendwas nicht stimmt. Normalerweise ist das Ganze grün. Ah, bitte. Okay. Befreie Sie gleich von den Tönen. Na, wie Sie sehen, zeigt er Ihnen ja auch immer übersichtlich an, was wo passiert. In dem ganzen System ist also auch heutzutage für, ich sag mal einfach in Laien, relativ einfach einsichtbar, was, was momentan der Zustand bzw. Stand der Dinge ist. Jetzt habe ich eben davon gesprochen, jetzt haben wir einen Festplattenausfall, einen Netzteilausfall mal simuliert. Jetzt kommt mal vielleicht der interessanteste Teil, beziehungsweise der Teil, der eigentlich für uns Servertechniker früher immer ein Traum war, wenn ein RAID-Controller ausgefallen ist. Heute ist das Ganze wesentlich einfacher geworden durch die Erweiterung der Technologie. Ich kann einfach, obwohl hier jetzt ganz andere Festplattentyp drin ist, wenn ich denselben RAID-Controller habe, kann ich, ohne dass da irgendwelche Informationen drauf gespeichert sind, den im anderen System zum Laufen bringen. Das werde ich jetzt noch zum Schluss vorführen. Dazu muss ich allerdings beide Server runterfahren. Man muss
immer bedenken, beide Server stehen momentan auch sogar in einem Rebuild drin. Das heißt also, die sind gerade am Wiederherstellen. Von den Festplattensystemen im schlimmsten Fall fällt Ihnen jetzt noch der RAID-Controller aus. Grundsätzlich, jedes BIOS hat heutzutage, jedes Server-BIOS hat heutzutage eine Log-Funktion, das heißt, alles, was auch im Nicht-Windows-Mode bzw. Microsoft oder Linux-Mode, egal was drauf ist, gemacht wird, wird automatisch auf dem Mainboard gespeichert und dieses Log, zum Beispiel ist es ganz einfach so, wenn wir hier Probleme haben, die wir nicht direkt identifizieren können, kann man anhand von dieser Log-Datei, die man dann zu MaxData schicken kann oder zu Terra oder HP, egal zu welchem Hersteller, und dann wird automatisch, können die diese Log-Files auslesen und sehen, genau wie im Event-Viewer von Microsoft, was dann halt passiert ist. Jetzt zu dem Ausbau, wie schon eben gesagt, blau ist Kontakt, beziehungsweise, Entschuldigung, bei dem Gehäuse hier ohne Werkzeug. Den habe ich allerdings schon den Schraubenzieher hier hingelegt, denn ganz ohne Werkzeug ist diese Karte nicht zu wechseln. Alles nur, was wie gesagt blau markiert ist, ist so klar. So sieht so ein SATA-Anschluss aus, was wir eben auch gesehen haben. Das vielleicht noch eine interessante Sache, das zeige ich Ihnen mal kurz. Was hier auf dem RAID-Controller drauf sitzt, das ist heute relativ wichtig und jedem Server zu empfehlen, das ist eine sogenannte BBU, das ist eine Backup Battery Unit, die dafür sorgt, wenn der Server mal einen vollen Crash hat, dass auch Datenbanken und diese, egal welche Datei geöffnet war, wiederhergestellt werden kann. Diese Batterie ermöglicht dem RAID-Controller eine gewisse Anzahl von Daten zwischenzuspeichern und bei einem Neustart wieder zurückzuschreiben. Das heißt also, Datenbanken, die geöffnet worden sind, gleich können dadurch gerettet werden. Man hat viel weniger Probleme damit. Also das wird eigentlich, ich empfehle es jedem, der einen Server kauft, eine BBU einzuschließen in den Server. Ist das eine Batterie oder ein Akku? Das ist eine Batterie. Also heißt die Zeit leer? Genau, genau. Die hat eine Laufzeit von etwa einem Jahr. Das heißt, nach einem Jahr werden die BBUs normalerweise getauscht, allerdings dazu gesagt, die wird ununterbrochen kontrolliert. Werde ich Ihnen gleich mal beim Server starten zeigen, habe ich ganz vergessen. Auch diese BBU wird vom RAID-Controller angezeigt, wie der Zustand ist von dieser BBU, ob die getauscht werden muss, genauso wie die Festplatten. Das zeigt er Ihnen automatisch an. Muss man dann den ganzen Controller tauschen? Oder? Nee, man kann die Batterie, ja, sonst fährt. Um genau zu sein, 82,40 €. Nee, ich weiß nicht. Also, aber nicht wirklich teuer. Was heißt, ich hole lieber alles zurück, mit das 150 € kostet. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich bin jetzt eben verliebt. Nee, ist nur der ganze Controller, der günstig. Nee. Also der Controller wird wohl um die 500-600 € liegen. Und die Batterie schätze ich mal so um die 100 €. Aber da fahren Sie lieber bei uns den Herrn Müller, der kann nicht mehr weiter. Ich hier doch leider nicht. So, dann bauen wir das Ganze mal hier aus. Ja.
Ja. Man muss immer dran denken, die Systeme waren im Rebuild und das hier ist ein SATA-System und das ist ein SAS-System mit ganz unterschiedlichen Konfigurationen. Der eine hatte Hotsphere konfiguriert, der andere nicht. So. Und dann zeige ich Ihnen das Ganze. Diese Gehäuse hier sind, wie man es vielleicht da sehen kann, zusätzlich noch für eine zweite CPU geeignet. Das heißt, man kann insgesamt zwei CPUs mit vier Prozessorkernen dort einbauen, was halt doch schon dann von der Performance her sehr stark ist. Für alle Oracle-Anwender vielleicht einen detaillierten Hinweis. Inzwischen ist es so, dass diese Quad-Core-CPUs von Oracle eigentlich eine Lizenzerweiterung brauchen. Das heißt, es werden, obwohl sie nur eine physikalische CPU haben, müsste man eigentlich zwei Lizenzen haben. Das nur mal so erwähnt. Entschuldigung. Kein Problem, wird Folgen haben. So, jetzt kommen wir gleich an den Teil des Controllers. Das ist der Onboard-Controller. Ja. Jetzt kommen wir an den, wie Sie auch schon sehen, Legerate-Controller. Jetzt sehen Sie hier, meldet er, dass er irgendein Problem gefunden hat, das was nicht übereinstimmt, eine fremde Konfiguration dort ist. Jetzt kann ich entweder mit F diese fremde Konfiguration direkt einlesen, genau sichern, dass diese Konfiguration, ich gehe mal auf Nummer sicher und gucke mir die Konfigurationen halt an, wie viele Konfigurationen drauf sind, weil man kann sich gerade, wenn man in den fremden Bereich kommt, wenn man natürlich, aber das ist ja leider nicht immer der Fall, daher würde ich immer empfehlen, dort an dieser Stelle 10 zu drücken, dass ich das Programm dazu starte, für diese Sachen einzulesen. Zeigt er Ihnen was dazu. Super. Inzwischen kann man sogar hier mit der Maus, so unglaublich das klingt, arbeiten. Und man kann hier jetzt sich die Konfiguration anzeigen lassen. Hier ist nur eine Konfiguration drauf, klar. Der kam hier raus. Und das ist jetzt die Konfiguration, die ich lade von den Festplatten. Die haben natürlich immer nur grundsätzlich eine Konfiguration geladen. Das ist die, die gleichzeitig auf dem Controller war, den ich hier ausgebaut habe und lokal auf den Festplatten ist. Diese kann ich jetzt importieren in den jetzt eingebauten Controller. Und wie Sie sehen, zeigt er mir die Konfiguration jetzt im Detail an, die auf den Festplatten abgespeichert war. Eine war offline, eine bzw. im Rebuild-Mode, das zeigt er hier zwar nicht an, und drei, die komplett online sind. Die eine, die wir zusätzlich nochmal eingesteckt haben, für, als unbekannte Festplatte. Hier sehen Sie, es handelt sich um ein RAID 10, das heißt, ich importiere das jetzt in diesen eingebauten Controller, die Konfiguration. Er freut sich direkt und meldet das, was nicht stimmt bei dem RAID 10. Jetzt möchte er einen Reboot.
Danach sollte alles ganz normal wieder laufen, wie mit dem alten Controller. Wenn nicht, würde Zeit für den Servertechniker den Raum zu verlassen. Falls es doch funktioniert. Natürlich, bei so einem Raid muss man immer dran denken, der schlimmste Teil ist der, dass wirklich das Raid komplett zerbricht, weil dann hat man oftmals nur noch die Möglichkeit, die Datensicherung zurückzuspielen. Also bei so einer Aktion ist eigentlich schon ein gewisser Nervenkitzel dabei für jeden Servertechniker. Aber Gott sei Dank, sage ich mal, die Technologie macht es inzwischen möglich, dass es relativ entspannt das Ganze abgeht. Gegenüber, muss man einfach sagen, vor 3 Jahren noch war es ganz anders. Da hat man wirklich noch Freude bei so einem Tausch gehabt, wenn wirklich sowas mal kaputt gegangen ist. Vor allem die Kompatibilität zwischen dem Festplattensystem erleichtert auch vieles, muss man einfach sagen. Du machst ja wirklich keine Spaß mehr. Doch, ich ziehe mich doch langsam zurück aus dem Grund. Ja, den Nervenkitzel brauche ich schon. Die modernen Sachen. Hier zeigt er übrigens jetzt, dass die Batterie also nicht voll ist, sondern geladen wird. Jetzt hören Sie auch direkt, er erkennt, dass er Rebuild ist, dass nicht alles richtig ist. Das heißt also, es sieht gut aus, er zeigt die Festplatten sauber an. Und sollte jetzt auch. Der Projektor macht es immer spannend. Aber auch wirklich gut. Ach ja, sieht schon mal ganz gut aus. Baue ich mal diesen hier zurück und den hier und den kann man dann auch mal tragen. So, wie man sieht bei dem Ganzen, dass halt wirklich der Server wieder im Rebuild ist, das heißt, er hat die alte Festplatte wieder eingespannt, die Hotplug-Festplatte. Es ist alles so wie im alten Zustand, als ob wie vor dem Tausch des Controllers. Hier die Information noch, wo wir eben davon gesprochen haben, die Backup, der Battery Backup Unit, diese ist, wird auch hier in diesem Bereich angezeigt und der Zustand der Batterie wird hier in diesem Controller, in den Feldern hier halt verdeutlicht. Und wie gesagt, beim Ausfallen der Batterie würde der Controller das melden. Ich mache kurz den schrecklichen Ton aus. Wenn der Ausfall der Batterie auch mit Signal gemeldet? Eine schöne Frage. Normalerweise wird alles mit Signal gemeldet. Also im Konfigurationstool, das ich jetzt noch kurz zeige, dass auch auf jedem MaxData-Server ab der Kategorie 500 installiert wird bzw. funktioniert, kann man alle Einstellungen dort veranlassen, was halt wie, wo was gemacht wird, mit E-Mail, mit allem drum und dran. Hier wird alles kontrolliert. Hier überprüft der Server sich selbst und kann, wie gesagt, bei irgendwelchen Ausfällen bzw. Probleme direkt per E-Mail den Administrator oder halt wen auch immer direkt per E-Mail ansenden. Ist halt eine interessante Sache,
gerade weil das Tool mitgeliefert wird bei den Servern, braucht man keinen Zusatz dazu, wobei man sagen muss, es ist halt nur eingeschränkt. Man kann halt keine Programme oder irgendwas, sondern ist rein nur für die Hardware des Servers zuständig. Aber relativ viele Features bei dem Ganzen. Ja, das war grundsätzlich eigentlich alles. Ich konnte noch einmal, wer dabei bleiben will, ich baue den anderen Server, tausche ich jetzt auch diese SCSI bzw. SAS-Controller und werde den natürlich auch nochmal lauffähig machen, sonst bleibt die Kiste offen liegen und dann macht es keiner mehr. Das war's eigentlich mal, um mal zu sehen, was heute alles da machbar ist bei dem, in den Bereichen, beziehungsweise jetzt relativ einfach machbar ist mit diesen Sachen. Ja, dann hoffe ich, der Vortrag hat Sie einigermaßen begeistern können und wünsche Ihnen noch viel Spaß beim weiteren Firmenfest und ja, trinken Sie einen. Natürlich, wer jetzt noch irgendeine Frage zur Hardware oder irgendwas hat, kann gerne die Frage stellen. Diese schöne Webfront-Entwicklung. Das ist halt schon ziemlich geil.